Hi, gute Wii und willkommen zurück zu den Reactions auf alte Nintendo Directs. Immer noch im Jahre 2012, aber vielleicht schließen wir es heute ab. Ne? Letztes Mal hatten wir die Direct vom 22.06.12 und hier die Wii U Preview und die Direct Mini. So, das heißt, wir machen weiter mit der Nintendo Direct vom 4.10.12. Ich nutze immer hier die Nintendo.de Website, um zu gucken, dass ich keine Direct auslasse. Finde die dann aber in besserer Qualität auf Deutsch auf YouTube. So, Nintendo Direct Präsentation vom 4.10.12. 29 Minuten und ich würde sagen, rein da. Guck mal, nur 106 Daumen. Für eine Nintendo Direct, so wenig, für 3000 Aufrufe. Ey, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, ne, die letzte oder neueste Nintendo Direct, so. Oder war das live? Ja. Wie viele? Auf Deutsch? 264.000 Aufrufe, 7000 Daumen hoch, 300 Daumen runter. Ja. Und hier, was ein Unterschied. Deswegen, habt ihr vielleicht damals nicht gesehen, ne? Jetzt, let's go. Gucken wir mal. Nintendo Directo. Hi everyone and welcome to the latest European Nintendo Direct. Gute. Today I'm going to update you on our upcoming games. Guckt euch die schönen Pokale an, hier so ein... Das war ja gar... Gab's Mario Kart 8 noch gar nicht, ne? Sind das jetzt Mario Kart Wii? Mario Kart 7 Pokale? Hier die da. Und hinter mir, ich mache nochmal die Facecam weg, da. Achso, jetzt muss ich... jetzt sieht man hier den anderen, den Blattpokal. Das ist sehr schön. For Nintendo 3DS and Nintendo 3DS XL from my Frankfurt office. First, we are going to take a look at a game from a very popular series. F-Zero! Paper Mario games have been around for many years. Sticker Star, kommt die Sticker Star? In fact, the first ever title in the series came out for Nintendo 64. The latest game, Paper Mario Sticker Star, aber das war schon angekündigt dann, oder? CDS is crammed with features. Ich will nicht dazwischen quatschen. Das war schon angekündigt, es kam Dezember 2012 raus. 6. Dezember, glaube ich. Und das ist 2 Monate vorher, das war, glaube ich, schon angekündigt. Und jetzt zeigen sie ein bisschen mehr davon. And characters you will know from other Mario titles. However, with these games, there is a twist. The characters and the parts of the world are paper thin. Yeah. Mario has to set off on a great adventure. And you can guess from the subtitle that this time around, schon damals haben die Leute gemeckert, dass man nicht von Super Paper Mario wieder zurückgegangen ist zum Kampfsystem von Legende vom Yon-Tor. You can also make your own stickers from items that you find around the world. Das macht Stickers da nicht zu einem schlechten Spiel. Today I'd like to show you a few new gameplay details that I think a lot of fun. Aber viele haben das Spiel von Beginn an verteufelt. New cutscene from the game. New cutscene, Zwischencutscene mit dem Ventilator. Nee. Ja, spielerisch. On top of all that, there are lots of fun new attacks that you can use in the heat of battle. Like drawing a pin and goat attacks. I can confirm today that Paper Mario will be in shops in Europe on December 7th, so not long to wait. I also wanted to. Das war das, was man zeigen wollte, ne? So eine kleine Felsenanimation und wie die Ziege auf die Goombas beißt. So, und kommen wir zum nächsten Ding. Es ist herrlich. Es ist so oldschool. Es ist wunderbar. To update you briefly on two other Nintendo 3DS games out nächstes Jahr, 2013. First, don't forget that other mustached hero with Luigi's Mansion 2, ui, Memo, which will be coming out in the first quarter of next year in Europe. It's sure to be a real scream. The other game I wanted to mention... Ein echter Brüller. Also auf Englisch war es ja a real scream, ne? Also der letzte Schrei wäre eine gute Übersetzung gewesen, wisst ihr? Dieses Spiel ist bestimmt der letzte Schrei, bezogen auf Luigi schreit, weil er sich erschreckt wegen Geister. Aber Brüller, naja, wie dem auch sei. Briefly is Fire Emblem for Nintendo 3DS.
which I can confirm today, will be available in Europe in the second quarter of 2013. Das hat doch keinen Namen. Ich glaube, Fates, oder? Now let's turn to Pokémon. Awakening. In Pokémon Black Version 2 and Pokémon White Version 2, you return to the Unova region. But things have changed since you were last there, as it's now 2 years later. From the start of the game, you can encounter around 300 Pokémon, compared to 150 in the first Pokémon Black Version and Pokémon White Version games. Ich will mal ganz kurz, ne, was überprüfen. Das mag jetzt albern sein, aber die Direct kommt mir so bekannt vor, dass ich mich besser mal vergewissere, dass ich die nicht das letzte Mal schon drin hatte. Nee, hatte ich nicht. Also die haben über dieselben Spiele geredet. Verrückt. Also die... You will begin in Espercia City and will encounter new ja, locations, new gym leaders and new Pokémon forms on your adventure. Pokémon Black Version 2. Und selbst damals hat man gehatet. Die neuen Pokémon-Spiele sehen voll scheiße aus. Die waren Peak. Vor allem im Gegensatz zu heute. And the Pokémon White Version 2 will come out in Europe on October 12th. On the same day, we will also launch Pokémon Dream Raider, a fun augmented reality application that you can download to your Nintendo 3DS or Nintendo 3DS XL. This title lets players catch Pokémon and get items using the augmented reality technology and the motion controls. Hat das jemand gespielt? 3DS. And what's more, you can transfer any Pokémon or items you get to your Pokémon Black Version 2 and Pokémon White Version 2 games. Pokémon Dream Raider comes out on October 12th in Europe, only on Nintendo eShop. Nur noch 8 Tage. You can do lots of other interesting things with augmented reality, as you can see from my friend here. Pikachu here can be found in the other Nintendo 3DS application I wanted to highlight Pokédex. Today. Pokédex 3D Pro, which will be available in Europe in November. Pokédex 3D Pro has information on more than 640 Pokémon from the entire history of the... Denke ich mal ganz cool, ne? Also jetzt, guck mal an, Y! Das hätte ich so gefeiert früher. Heutzutage hätte ich keine Zeit mehr, aber so als Kind hätte ich mich stundenlang hinsetzen können und mir die Pokémon angucken können. Stattdessen hat es nur in Pokémon Stadium so ein Pokédex. ...the game series. As well as being a great reference tool, it also includes a Pokémon Challenge. Oh. A variety of quizzes to test your Pokémon. Nee, auch, dass da alle Attacken stehen, wann du das lernt und Typennachteile. Du brauchst du kein Poké-Wiki mehr. Oder nimm Poké-Wiki tatsächlich die Angaben hier aus dem, ne? Das wäre wenigstens eine hochoffizielle Angabe. Das wäre schon ein Ding, ja. Knowledge. Do you think you know your stuff? Just so you can see what the quiz is like. Let's see if you know the answer to this question. Moabel, wie heißt dieses Pokémon? You can find out the correct answer later in the presentation. Das Nidoking. A date for your diaries. Pokédex 3D Pro will be available from Nintendo eShop from November 8th. Schreibe ich mir rein. That reminds me, you've just got a few days left to get a very special mythical Pokémon called Keldeo for your Pokémon Black Version and Pokémon White Version games. From ja, next week, kann you will übertragen. Also be able to receive Genesect for a limited period by a Nintendo Wi-Fi connection for your new Pokémon Black Version 2 and Pokémon White Version 2 games. And one final thing that Pokémon fans should look out for. We'll be releasing a very limited edition new Nintendo 3DS XL later this year in Zeig Europe. Mal, ja. And it will be a Pikachu Nintendo 3DS XL. Kenn ich gar nicht. It will only be available in limited quantities. So if you are Pikachu fan, make sure you don't miss out. Nee, nee. I also have a bit of news now on New Art Academy. You may remember we told you about some custom lessons you could receive from Nintendo in a previous Nintendo Direct. In the first lesson, the Goomba custom lesson,
we'll show you how to draw your very own Goomba, completely from scratch. The good news is we will be sending this lesson out via Spot Pass from today. So make sure you check the custom lesson section of your game. When irgendwie you charmant, the Spot Pass notification. Just make sure you go to the Spot Pass setting option in your game and turn on the Spot Pass option, or you won't receive the notification. New Super Mario Bros. 2 has been in shops for a few weeks now, and one of the big challenges is coin collection. If you are one of the people who have been trying to collect a million coins in New Super Mario Bros. 2, then pay close attention to this video. Oh god, na dann los. Gold Ring をくぐると敵が金色になってコインを大量に獲得できるチャンスです。金色の敵を地面に足をつけずに連続で踏んだり、甲羅を投げて連続で倒したりするとコンボがつながります。このコンボは倒すごとに5枚、10枚、15枚、20枚、50枚と増えています。 Die haben ja versucht viele verschiedene Möglichkeiten einzubinden, wie man Münzen bekommen kann. Und das aus erster Linie aus dem Grunde, dass es keine Ideallösung gibt, dass man viele verschiedene Sachen nimmt. Für mich war genau das dann der Grund, warum ich nicht irgendwie danach gegrindet habe. Weil es keine definitive Lösung gab, wie man es am besten macht. Das sieht umständlich aus. If you enjoy Coin Rush Mode, make sure you watch our latest Nintendo Direct about new add-on contents from earlier this week. New add-on contents courses are available right now to purchase. You can find details on how to do this at our new Super Mario Bros. 2 website. Now, es gibt keine New Super Mario Bros. Website. New Super Mario Bros. 2 Website. Es gibt halt nur diesen Unterding, ne? Meinst du den vielleicht? Nintendo Support. Jetzt erhältlich. Diese Unterseiten je nach Spiel, ja, die kenne ich von Nintendo.de. War das gemeint oder gab es damals noch richtige einzelne Websites? I'd like to talk about Nintendo Presents New Style Boutique, which will arrive in Europe on November 16th. The game challenges you to manage a successful boutique using your sense of passion gespielt? To help customers and build up a thriving business. In this new game, there are around 12,000 items. Aber die Schriftart sieht aus wie Tomodachi Life. Including a large range of new accessories. Möchte auf diese Euro Sporty Trainers. Das ist keine besondere Schriftart. You can then show your rating. Ich will das gar nicht haten. Ich glaube, das ist ein spaßiges Spiel. Ist nicht für mich. Aber es ist kein schlechtes Spiel, glaube ich. By offering street pass and augmented reality functions. Was macht man da? As well as a special Klamotten kaufen, in ne? Nintendo eShop. Und Modenschaus. There is also a new addition. I think it's particularly important. You can now serve male customers and there are new men's clothing lines added. Guckst, was dir entsteht, das Where ist do you think I get my fashion advice these days? Let's have a look at the results. Okay, das ist cool. Das steht immer mit derselben Pose da. Look out for Nintendo Presents New Style Boutique this November. Ich glaube, die warten noch auf einen neuen Teil, ne? Also einen offiziellen. Es gibt, glaube ich, nur Style Boutique 2 und 3. Und hat es aufgehört. Und heutzutage, es gibt so von einem anderen Hersteller, das war ja von Nintendo, es gibt von einem anderen Hersteller jetzt auch was für die Switch, aber das ist halt ein Dritthersteller-Ding und ich glaube, das ist nicht dasselbe. Ich weiß, ich stecke nicht drin. Ich habe schon von Leuten gehört, die meinten so, wann gibt's endlich ein neues New Style Boutique? Scheinbar nicht momentan, ne? Team Yo-Kai Watch.
Now I'm going to move on to downloadable games. Ach du liebes Lieschen. We have some really great new titles to show you today that will be available from Nintendo eShop very soon. In December last year, we released the puzzle game Pullbox, which has been a popular download on Nintendo eShop. Now the hero of the game, Maro, is going on another adventure in our new title called Fallbox. Wenn ich jetzt wüsste, was der Unterschied ist. The blocks now also fall into place, allowing for new gameplay and strategy. This time you can view the puzzles from any angle and move the blocks. Das kam mir nämlich schon bekannt vor. Der Unterschied ist, dass sie jetzt fallen. Maro now collects birds instead of children. There are 140 new levels in the new games as well as 90 training levels. Don't forget, you can also create your own levels and gar save kein them Bock. As a QR code. Get ready to puzzle from November. Da würde ich doch wahrscheinlich auf an so komplexen Leveln wie jetzt zuletzt zu sehen war, würde ich einfach nur permanent auf dem Schlauch stehen und wäre gefrustet, denke ich. For blocks hits Nintendo eShop. Wem's gefällt. I'd also like to tell you that if you haven't picked up Pull Blocks yet, nee. Now is a great time to. Kann man nicht mehr downloaden, Kollege. Directly after this presentation, Entschuldigung, dass ich 12 Jahre zu spät bin. Where you can download Pull Blocks at a reduced price. However, Pull Blocks is not the only deal we will offer you in the next couple of weeks. For 6 weeks from October 4th, you can get a different titles each week. Nur im eShop. For less. After Pull Blocks will be Colors 3D, followed by Speed Through Pot Swords Puzzle. Ich dachte, jetzt von irgendeinem Mario 3D-Land oder so. To find out the other games and the price information. Next, let's look at Hana Samurai, Art of the Sword. This is coming to Europe on October 11th and is the story of a young samurai who sets off on adventure to save Princess Cherry Blossom. He must master the art of the sword and defeat and whole lots of enemies in this sword-fighting action game. Was macht man da? Kämpfen. Part of this game is to anticipate and dodge the enemy's attack. You'll need to be precise with your skills, as simply swinging your weapon around won't work. Wait for an opening and strike with timing and precision. Ich habe das Spiel noch nie gesehen. As well as the main adventure, you can take on survival and attack modes. Look out for this game on Nintendo eShop next week. Kann ich gar nicht abwarten, das zu verpassen. Hydro Venture on WiiWare, which was released in 2010. Na klar. Now we have a new game, Hydro Venture Spin Cycle, made exclusively for Nintendo 3DS. Wie finde ich hier noch Spiele für mich? A book in a wizard study that is illustrated with pictures of fantastic worlds. Aber sieht nicht so aus. The wizard decide to bring them to life using the magic of the gentle rainbow spirits. Zeigst du mir jetzt nur ein Menü? However, another substance on the potion shelf. Goop. Zeig mir Gameplay. See this magic and its envious of the rainbow spirit's power of life. So Goop invades the book and traps the rainbow spirits, slowly draining their power for itself. Your challenge is to rescue the rainbow spirits and rid the world of the Goop. You do this by tilting and rotating your Nintendo 3DS. And guiding a mass of powerful water through the world. Scheint zu funktionieren. The water will gain different abilities through the game. And later on, you can also harness the powers of ice and steam. Hydro Venture Spin Cycle will be out in December this year. Sagt ja schon der Name, Markus. Was hast du eigentlich erwartet? Aber... sieht nicht schlecht aus. Ich bin davon abgeneigt, das ist nicht meins, aber es sieht nicht schlecht aus. Das muss man dem Spiel lassen. We showed Nano Assault Neo for Wii U in the last Nintendo Direct, where now we are going to look at the Nintendo 3DS version of the game, called Nano Assault EX, and available from Nintendo eShop this year. Das ist nicht der Vorgänger von Fast Racing Neo? But this time, the battle is on a scale unlike anything you've seen before. Unleash your firepower in a microscopic world teeming with deadly viruses.
Maneuver your hyperspeed ship through infected 3D levels. Sieht fett aus für 3DS-Verhältnisse, ohne Scheiß. Würde natürlich trotzdem die HD-Version nehmen, aber technisch für 3DS eigentlich gut. Viel Bling Bling, viel Bum Bum. Foreshadowing auf Corona. Another downloadable title coming this year to Europe is a Dempa Man They Came by Wave. This is a role-playing game in which you use your Nintendo 3DS to catch Dempa Men from many different places. Dempa Men can't be seen with a naked eye, but they float around the radio wave in your daily lives. After you capture them, you then go on a journey to rescue a certain special someone from the King of Evil. Stell dir vor, Pokémon Go hätte so Dempa funktioniert. Can be found around dass du dann benutzen in kannst in so einem Mystery Dungeon-mäßigen. They come in a wide range of shapes and colors. There is an almost limitless number of different types. They each have their own territory, so if another player goes to the same place, they will be able to catch the same Dempa Man as you. Some of them have antenna growing from their heads. These Dempa Man have a special skill they can perform. There are lots of different skills, including some very rare ones. There are sure to be lots of Dempa Men floating around near you, so keep your eyes open. You know Level 5 already, as a company behind the Professor Layton and Inazuma Eleven games. The latest game in the Layton series, Professor Layton and the Miracle Mask, will be launched on October 26th for Nintendo 3DS and Nintendo 3DS XL. That werde ich let's in play. This game, Layton, Luke and Emmy will solve the mysteries behind the strange character called the Masked Gentleman and will even travel back to Layton's youth to do this. But now I'd like to show you something new. To do this, I'd like to introduce the president and CEO of Level 5, Akihiro Hino, who has a special message for us. Ich sag euch auch mal was. Die Direct ist besser als die letzten. Ja, bessere こんにちは. Pace. Level 5 の日野です。今日は Nintendo Direct という場を借りて、Level 5初の海外パブリッシングタイトルをご紹介させていただきます。須田剛一さんのリベレーション名伝、斉藤豊さんのエアロポーター、松野康美さんのクリムゾーンシュラウド。これらの3タイトルを Nintendo 3DS ダウンロードソフトとして皆様にお届けすることを本日発表させていただきます。これらのタイトルはレベル5と著名なゲームクリエイターとの共同制作による全く新しい試みのゲームです。皆様にできる限り早く遊んでいただけるよう、この3タイトルは今年の10月、11月、12月と3ヶ月連続で。Also ich habe auch falsch formuliert, glaube ich. Die ersten Spiele, die außerhalb Europas erschienen sind, von Level 5? Er meint, dass er von anderen Entwicklern Spiele international jetzt gemacht hat. Spiele, die kein Schwein kennt, glaube ich. Aber könnte man falsch verstehen. Jetzt noch Gameplay 2. Oh, okay. Kommt jetzt. Yeah! Schon im fünften Level. Liberation Maiden. Das sieht ziemlich Anime aus. Alter. So ein Gundam-Ding. Alles wird besser mit Waifus. Aeroporter, das ist, ich glaube, das könnte unterwältigend werden. Was macht man da? Es geht um das Gepäck. Oh nein, das geht um... Das ist so richtig Game & Watch-Character, oder? Das ist, in anderen Games wäre das ein Minispiel, so. So ein Bonus-Game. Und da ist es halt das Main-Game. Und Crimson Shroud. Ein RPG. Sieht ein bisschen aus wie Octopath. Traveler. Gut, habe jetzt nichts vom Spiel gesehen, aber ich
Wer von Raum RPG? It's great news that we have three new downloadable games for Nintendo 3DS, 3 months in a row from Level 5. The first of the three, Liberation Maiden, is a collaboration between Level 5 and the Suda 51 of Grasshopper Manufacturer, and will become available for purchase immediately following this presentation. Shadow Drop! As you know, we recently started making selected Nintendo 3DS package games available as downloads from Nintendo eShop. The first titles were New Super Mario Bros. 2, New Art Academy, and Freaky Form Deluxe. Well, now I can let you know about some more titles that will be made available to download right after this presentation. These are Super Mario 3D Run, Mario Kart 7, The Legend of Zelda Ocarina of Time und Star Fox 64 3D. Ich muss das jetzt erstmal wieder verstehen. Damals kamen die Spiele nicht sofort auch im eShop heraus. 3D-Land und Co. sind so alle schon erschienen, aber erst nur Retail. So wie das eben war, auch zu Zeiten von Wii und DS. Aber auf dem 3DS haben sie dann angefangen, auch diese Top-Titel dann digital anzubieten. Die hier, die Anfangszeit des 3DS, allerdings nicht sofort Retail. Aber jetzt, shortly nach der Präsentation am 4.10.2012, kann man die auch im eShop runterladen. Ne? Ein Weg in die Richtung, die wir heute laufen. We will be adding even more titles to the selection very soon. Ja, verrückt. And don't forget that. For these games, you will receive an extra 250 Club Nintendo stars for the downloadable version, giving you a total of 500 stars. Ja, hol dir alle Spiele. It's time now to turn our attention to some new retailer titles from other publishers. Nintendo 3DS has already enjoyed fantastic support from a whole range of developers, and the next few months are no different. Let's look at a game coming to Nintendo 3DS that is the latest in a long-running RPG series dating back to 1987. Dragon Quest? Published by Ghost Light, Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked is a tense ordeal that gives you just 7 days to save Tokyo, save your friends, and save yourself. It's an enhanced version of Shin Megami Tensei Devil Survivor, featuring an expanded storyline and more demons to fight. Mehr Dämonen! Let's look at the trailer. Attacke. There's a lot of strange stuff going on. Let's do whatever we can. Jetzt haben die den weltweiten Virus und jetzt Lockdown. Ja, schwierig. Ah, don't come any closer! Help! Atsuru! Yuzu! Oh, damn it! We're coming! That demon killed someone! We have to run! Now! You've got to get them before they get you! You have to fight! Sieht okay aus, finde ich. There are still demons. I have to concentrate until it's over. Shin Megami Tensei, auch schon immer eine gute Sache. If we lose, we die. The planet will be set aflame in a war the scale of which has never been seen before. Do not turn away from what is about to happen now. So you're saying that we have to get demons so we can fight even more demons? Build your demon collection and do everything we can to help us fight. Ja, Spiel-Schmiel, würde ich sagen. Aber ohne Scheiß, ich betone es nochmal. Diese Direct viel besser als alle davor. Viel bessere Pace. Nicht perfekt, nicht so gut wie heute. Ja. Manchmal auch ein bisschen komisch, wird die für 10 zeigen, aber packt ein paar Trailer rein und so. Deutlich besser als die letzten Directs, die es davor gab. Hat die so ein Mikado im Maul gehabt? Devil Survivor Overclocked. Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked will be available this year on Nintendo 3DS and Nintendo 3DS XL. From 7 days in the last game to 7 competitors in a game of life, or death in another title. Virtue's Last Reward is the second game in the Zero Escape series, following the acclaimed 999, 9 hours, 9 persons, 9 doors. Published by Rising Star, this adventure game challenges you to escape a sinister warehouse
Ich meine, unterm Strich sind es alle Spiele, die im Laufe der Zeit vergessen werden, ne? Aber wir sind hier um unser Rising. Was haben die denn noch gemacht? Das Logo kenne ich. Das habe ich schon häufiger gesehen. Woher könnte ich Rising Star Games kennen? Habe ich schon mal irgendeins gespielt, Leute? Wisst ihr es? Virtual's Last Reward. Das ist die Virtual Boy Schrifter. Die sah so aus, ne? Kim Possible. Call me, beat me. Ja, die Charaktermodelle sehen natürlich Lobob aus. Ein bisschen wie Meisterdetektiv Pikachu. Vielleicht. Ach, Leute. Episch, da hat er voll Bock. Nee, gar nicht. Also die 3DS-Zielgruppe ist, glaube ich, nicht das hier primär. You promised. I can't trust anyone now, never again. Thank you, Sigma. Grandpa. 24 enthralling, breathtaking twists and turns. So, what it's going to be? Will you choose to ally or to betray? Ally, ne? Ally, ja, ausgesprochen. Virtual's Last Reward. Virtual's Last Reward will be available in shops in Europe in November this year. In our last Nintendo Direct, we introduced Monster Hunter 3 Ultimate, which is coming to the Wii U. Now I want to talk to you some more about its Nintendo 3DS counterparts, which will come out in Europe around the same time. The Monster Hunter games allow you to create your own customized hunters, with whom you can undertake quests set in open world settings. Oh, ist aber stiller geworden um Monster Hunter, oder irre ich mich? Heutzutage? They require skill, but die kommen nicht mehr 5 Spiele im Jahr raus. As each monster has a unique weak spot. Oder habe ich es einfach nur aus den Augen verloren? Monster Hunter. The variety of environment and the monsters is huge. And with each monster you defeat, your hunter gain rank and items. With these items, ich glaube, das hat sich ein bisschen abgeregt. They can craft new weapons and armor. That allows them to confront even more powerful foes. Auch das sieht impressive aus für 3DS. Oder bin ich jetzt... monsters, weapon types and bin ich jetzt lost? Sieht gut aus. Grafisch. Das ist halt nicht mein Gameplay. Ich wünschte, ich könnte einfach Monster Hunter gut finden. It will also allow up to 4 players in the same room to help each other out in epic battles using a Nintendo 3DS network capabilities. A very special, bin mir sicher, von irgendwem war das die Kindheit. That I want to mention is that up to damals immer Monster Hunter auf dem 3DS zu viert gespielt. Connect locally to the Wii U version of the game. Und dann auf die Wii U übertragen. Another unique feature in Monster Hunter 3 Ultimate is that player will be able to transfer save data from the Wii U version of Monster Hunter 3 Ultimate. Und mein Kumpel hat von der Wii U version auf den 3DS übertragen. The same save game on your home console. Oh, guck mal, die Switch. With Nintendo 3DS. Oh. Monster Hunter 3 Ultimate for both Nintendo. Was? Kannst du einfach weiterspielen? Du kannst den Speicher so. Das ist ja krass. Ist euch klar, also das hat bestimmt keiner genutzt damals, aber das ist quasi die Switch-Idee. Wusste ich nicht. In der Form. Also es gab es ja schon immer mal, keine Ahnung, mit Schaugarten, ne, dass du in Sonic Advance dann deinen Schau mitnehmen kannst, aber in so einer Mini-Gestalt, was nicht ansatzweise ebenbürtig war. Hier ist dasselbe Spiel halt in schlechterer audiovisueller Aufmachung, aber du kannst es weiterspielen. Das finde ich super interessant. Was zur Hölle? Nintendo 3DS and Wii U will be released in Europe in March 2013. Let's have a look now at the roundup of upcoming FIFA games for Nintendo 3DS and 3DS XL. Das ist ja Wahnsinn. Oh, das Power of Illusion wollte ich immer spielen. Das ist ein 3DS-Game. 2D Jump'n'Run. Sonic All-Stars Racing Transformed. Attacke. Rabbids Rumble. Schon wieder die Rabbids. Alter. Now for that's Pokémon answer. Moabble, Mann. Did you get it? I'd like to end on
one other piece of Mario-related news. I already mentioned the Pikachu Nintendo 3DS XL that will be on sale later this year. But we also have a hardware bundle mit to New announce. Super Mario Bros. 2. A white Nintendo 3DS XL and Mario Kart 7 bundle will be available in Europe from November 16th. Mario Kart 7 will already be pre-installed on the system. So if you are a fan of this game or the color, this might be the Nintendo 3DS XL for you. For now, I'd like to say thanks for watching this Nintendo Direct. And until next time, happy gaming. Den 3DS, den ich gerade gezeigt habe, den hatte ich ja schon vor dieser Direct. Als New Super Mario Bros. 1 Stunde 30. Als New Super Mario Bros. 2 erschien, ich glaube eine Woche später oder so, hatte ich ja dann meine Aufnahme 3DS. Ach, wie schön! Wie gesagt, hat mir gut gefallen, diese Direct. War schon viel besser als die vorherige. Wenn wir jetzt in der Liste gehen, guck mal, wir hatten die hier. Dann kommt jetzt die Direct vom 7.11.12. Und die Direct vom 7.11.12, ich habe die gesucht. Diese Direct bot den Zuschauern eine Auswahl von Videos auf japanischen Nintendo Direct-Übertragungen, die für unsere europäischen Fans mit Untertiteln übersehen wurden. Besuche diese Seite, um dir ernst zu sehen, wie Mr. Iwata zum ersten Mal eine Wii U auspackt, die Nutzerkonten erläutert und vieles mehr. Wenn drauf gehen, sehen wir dieses Video. Das geht 5 Minuten. Das heißt, auf dem deutschen Kanal Nintendo Deutschland einfach nur Auspacken der Wii U. Das heißt nicht Nintendo Direct vom 7.11.2012, weil es am 8.11.2012 kam. Wen haben wir denn hier? Da steht nicht mal mehr Name. Warum das denn nicht? Weil er nicht mehr existiert. Finde ich interessant. Gelöschte Accounts bleiben da. So, also, Iwata packt eine Wii U aus in 5 Minuten. Gucken wir mal. Die neue Nintendo-Konsole. Würdet ihr euch das wieder wünschen, wenn die nächste Nintendo-Konsole kommt und man zeigt den Packungsumfang einfach mal? Sate, 最初に Wii U が皆さんのお手元に届いたことをより具体的に想像していただけるように、この場で Wii U プレミアムセットの箱を実際に開封してみたいと思います。公式。Will ich mich gar nicht lustig machen, aber. Und was mit seinen Haaren los? Irgendwie anders. Kürzer. フライング開封の儀とでも呼ばれるんでしょうかね。実は私もこうやって製品の箱を開けてみるのは初めてです。Unboxing mit Satoru. それでは、Wii U プレミアムセット開封の儀を始めます。よろしくお願いします。Wii U プレミアムセットの箱です。プレミアム。と持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。Oh, das ist ja ziemlich schwer. Ich glaube, es sind 4,25 Kilogramm. Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。いや、硬いですね。Habe ich auch oft genug gemacht. Ich habe ja auch ein Unboxing-Video von meiner Wii U. そうですね。ちょっと。Ich habe das ohne Handschuhe gemacht. 白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど。Aber noch fast.Ein ikonisches Video. Ich weiß, dass es das Video gibt. Das habe ich auch damals gesehen. Aber wie schön die immer verpackt. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wie war das denn bei der Switch? Ich weiß, wie die Switch verpackt war. Habe ich noch ein Unboxing-Video gemacht? はい、出てきました。Wii 本体です。Dein Untergang!
Die ist aber auch so hässlich. Hätte man die nicht irgendwie ein bisschen schöner machen können? Irgendein Muster irgendwie auf den Rücken, wenn die so dasteht wie jetzt? Muss man die irgendwie ein bisschen stylisch machen. Die Wii sah ja auch krasser aus. Dewa, ueno dan no, chotto mite ikimashou. Mazu, ookii AC adapter ga arimasu. Hat aber nur die Wii U so einen großen Bommel dran gehabt, oder? Hat die Wii auch so einen? Erzähl mir nichts, es liegt hier immer noch rum. Mein Gamepad muss permanent dranbleiben. Eigentlich habe ich von der Wii U. Ich muss mal gucken, ob ich die wieder abbaue bald. Hatte ich für die Twitch-Streams. Das hat keiner gemacht. Na gut, manche vielleicht, ich nicht. Ich gucke ein bisschen kritisch, ne? Sieht gar nicht schlecht aus. Warum habe ich die nie so hingestellt? Sieht gar nicht schlecht aus. HDMI-Kabel. Wunderbar. Geht. Auch nie genutzt. Habe ich immer noch rumfliegen? Ich habe einen neuen Pen gefunden. Ich benutze immer meinen 3DS-Pen. Oder ist der von Takaru? Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich wieder einen gefunden, den ich mal gekauft hatte. Jetzt freue ich mich schon, die wieder benutzen zu können. ゲームパッドを置いておいていただく場所で、これはあの手元にゲームパッドを持ってきて、手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドに。別に上はキットイカオス。プレイスタンドに載せてみましょう。ただ買えなそうがスピード。あ、違うな。そうですね。失礼しました。初めてですから。Nobody's perfect. Schmeiß doch an das Ding! In Europa umfasst das Premium-Pack die Software Nintendo Land und eine Sensorleiste. Hat die in Japan gefehlt? Was? Bei uns ist mehr drin? Okay. Wii U Epic Unboxing. Guck mal, ich zeig dir mal, wie man das macht. Erstmal versammelt man seine Vorgängerkonsolen. Ne, die sind alle erwartungsvoll. Das habe ich übrigens schon Tage vorher gedreht. Ich wusste, dass dieses Unboxing-Video kommt. Ich habe auch... es war erst eine Woche vorher, aber ich habe trotzdem das schon mal dahin gemacht, um das Video zu filmen. Ja, der 30. November. Ich glaube, es war sogar ein Tag vorher, war das schon da, ne? Ich glaube, einen Tag vorher habe ich schon die View gehabt. Kann das sein? Ich fahr los, Alter, mit meinem alten Auto, mit meinem ersten Auto. Und ich hatte so ein Lenkradgummi dran, mit diesen geschnörkelten. Irgendwie will's ja cool wirken, ne? Erstmal in die Innenstadt fahren, hier ein trister November, Herbsttag. Die Schuhe. Der Luisenplatz. Und obwohl ich noch im Halteverbot stehe, da ist sie. Die Wii U. Ohne Beleuchtung. Auspacken. Ich mache hier jetzt auf. Im Gegensatz zu Iwata habe ich nichts gesehen. Also ich habe ja die Kamera gehalten und dann mit einer Hand so. Ich muss ja erhalten irgendwie, ne? Ja, alles Amateure. Ich glaube, ich habe das von ihm gesehen und habe das dann so nach. Aber mit Schnitten und so, ne? Mit
mit epischer Musik. Aber ich mach das Ding dann an, das ist der Unterschied. Oh, guck mal, mein altes Bett, mein Kinderzimmer in seinem letzten Stadium. Weißt du, ich hab, 2002 bin ich da eingezogen, da war ich 12. Und das war November 2012, also 10 Jahre. Und zwar Februar 2013 bin ich dann endlich ausgezogen. Da hat sich also nichts mehr viel getan. Ich glaube, ich habe ja nochmal Videos gemacht, wie es da aussah in der alten Wohnung. Oh, Alter, mein altes Bett, diese braune Bettwäsche, die muss ja irgendwo noch rumfliegen. Hier, das Kissen. Früher hatte ich hier alles voll Digimon und Pokémon-Poster und dann habe ich halt einfach so ein Poster mit Palmen bestellt, um einfach erwachsen zu wirken und dass wenn ein Besuch ist, dass es nicht so albern wirkt und hier noch den Darmstadt-Schal drüber. Ach, Erinnerung wach. Es soll eigentlich nur um die Wii U gehen, ne? Ein bisschen vorspulen hier, HDMI-Kabel, Daumen hoch. Sensorleiste, auch direkt montiert. Achso, ich habe schon eine. Das wollte ich damit sagen. Hä, da ist eine Sensorleiste dabei? Aber ich habe da schon eine. Was soll das? Manchmal braucht es keine Worte, um sich zu verständigen. Ich habe einen Ständer dabei gehabt in dem Paket. Und jetzt? Ich habe es dran gemacht. Hä, brauche ich nicht. Gut, ich habe es so dran gemacht. Man kann das hinstellen. Aber ich brauche das nicht, Mann. Und den Pro-Controller mitgekauft. Er war eine gute Sache, aber nicht halb so gut wie unser Switch Pro-Controller. Da, auf meinen Drucker kommt sie hin. Ich stecke sie jetzt an. Und drücke Power On. Guck mal. Das war meine Capture Card damals. Ich habe extra meinen Kanal im Hintergrund gemacht, altes Kanaldesign. So groß habe ich das gesehen. Ich glaube, das war die TV-Karte. Also die zweite Generation. Die erste Generation war ein viel kleineres Bild, aber weit entfernt von Vollbild. Wii U! Synchronisiere deinen Controller. Irgendwie albern, ne? Connecting. Nintendo! Und es sah wirklich damals gut aus. Also damals war die Qualität super. Generell HDMI ein Segen. War ja vorher ein bisschen, ne, Wurschtelkabels auch auf der Xbox 360. Und vor dem Let's Play einfach schon mal ein paar Szenen aufnehmen. Ja, und da habe ich dann über meinem Bett ist mein alter Monitor, irgendwelche Autofarben, da ist der alte Sonic, irgendwelche Bongos sind da. Und auch hier die Xbox 360 Slim, hier sind die Bongos. Hier ist der 3DS, glaube ich. Wie schön. Das hat mir doch sehr gut gefallen. So geht das, Iwata. Das war, was ist denn jetzt die Direct Mini? 3 Minuten, wollen wir kurz so angucken? Hello everyone. Wir gucken this kurz is so. Satoru Iwata from Nintendo. Today, in this Nintendo Direct Mini, we would like to provide some additional information about downloadable content for New Super Mario Bros. 2 direct to you. We have been using this game's spot fast functionality to calculate the total number of coins collected by players from all over the world and updating this number on our official website. The total number of coins collected has now exceeded 300 billion. Jede einzelne ist auf die letzte Stelle aufgerechnet. Dabei müssten in jeder Sekunde Münzen eingesammelt werden, aber... Everyone on the development team is so happy to hear that such a large number of coins have been collected. Thank you so much to all of you who participated in this coin collection. Hab ich wohl, ne? In order to show our appreciation for this, we developed an additional new downloadable Coin Rush course pack. And we have decided to offer it to you for free. The new Super Mario Bros. 2 team
has been trying a new experiment in which they look at user feedback when creating new courses. From what they have seen, many players want courses based on levels from previous Mario games. So, that is exactly what we made for this pack. These courses might remind you of classic Mario courses such as the original Super Mario Brothers and Super Mario Brothers 3. I'm sure they will feel very nostalgic for 3D fans. Course 1 is based on the first Super Mario Brothers. Schön. Ich habe die DLC-Sachen nie gespielt, bin ich ehrlich. Weil das halt auch nur diese Münzrausch-Sachen waren, ne? Das waren keine einzelnen Level. Is based on Super Mario Brothers 3. Quasi. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ihr wisst es doch genau. Course 3 is based on the castle courses from Super Mario Brothers. Hat ein Mischmasch und dann hatten sie die Idee, lass mal Mario Maker machen. Passt sogar zeitlich. This free DLC pack will be available during the dates listed below. We plan to make these levels available for purchase after the free distribution has ended. So, don't miss out on this special opportunity. We hope that this free DLC pack will give you another chance to once again enjoy what new Super Mario Bros. 2 has to offer and will keep you playing new Super Mario Bros. 2 for a long time. Ich habe ein zweites Let's Play gemacht. Thank you very much for watching. Fein. Haben wir schon 3 Directs heute? Ich glaube, das ist okay. Also das war eine große Direct, die war ganz hübsch. Das war das Unboxing und die Direct Mini. Das heißt, das nächste Mal haben wir noch den 5.12.2012. Wie lange ist die denn? Bestimmt wieder 30 Minuten, ne? 44 Minuten. Da machen wir die, guck mal hier mit Lego Iwata. Also es wird noch, jetzt geht's langsam. 2012 ist noch ein Low-Bob, aber ich glaube, danach wird es richtig abgehen. Wenn wir wieder weiter reacten auf die Nintendo Directs, kommt als nächstes der 5. Dezember 2012. Habt ihr Bock drauf? Ich fand's heute sehr interessant. Auf jeden Fall. Einige der Spiele werde ich wahrscheinlich sowieso niemals spielen, aber sie sahen interessanter aus und vielleicht hattet ihr die eine oder andere Erfahrung damit. Und wie habt ihr damals eure Wii U ausgepackt? Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare und hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gute.